Ich weiß nicht, ob ich so elegant aussehe wie unser Justus Möser, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag feiert. Wir feiern mit einer Ausstellung seinen 300. Geburtstag. Für unsere Ausstellung haben wir uns was ganz Außergewöhnliches ausgedacht, denn wir werden nicht einfach nur diese tollen, bedeutenden historischen Stücke ausstellen, sondern wir werden eine begehbare Graphic Novel Ihnen präsentieren. Wo war denn jetzt hier das? Das erste Bild. Da hinten. Ach, hier ist wieder genommen, genau. Hier. Warte mal, irgendwo haben wir im Storyboard. Genau. Vom Drehbuch her war es ja so geplant. Die erste grobe Skizze, ne? Ja. Wir steigen so in die Geschichte ein. Die Kinder sitzen unterhalb vom Denkmal. Googeln. Und googeln ihn. Wir arbeiten also bereits an der Graphic Novel, die dann die Grundlage ist für die Ausstellung, die wir ab 1. November diesen Jahres bis zum 11. April nächsten Jahres zeigen werden. Wir haben diese Leute auf der Straße, die Kutschen, die Bauern, die zum Markt gehen, Vagabunden, dann den Möser und nachher auch den Lehrer, der ihn ja wieder abholt, abfängt quasi wieder. Und dann genau nach Osnabrück. Stadtansicht Osnabrück. Genau. Er kehrt heim mit dem Hauslehrer. Das Layout sieht immer wieder vor, ein großes Trägerbild für eine Doppelseite zu haben und begleitend die Geschichte vorantreibende kleine Bilder und Textpassagen. Genau. Kein klassischer Comic, der mit Sprechblasen, mit seriellen Bildern folgen darf.